da ist auch schon die nächste, der nächste Schädelturm. Von was werde ich hier angegriffen? Ressourcenpunkt erobert. Na, von denen da. Ach, und von dem da unten. Du kannst dem mal die Energie absaugen, dass du nicht mehr geladen hast. Du solltest mal da hochgehen, geht da gerade nicht gut. Du übelst dich mal wieder ein. Du regenerierst dich nur langsam. Ihr nehmt den Punkt ein. Gesichert. Siegziel gesichert. Gut. Neue Symbionten. Ressourcenpunkt erobert. Für mehr habe ich im Augenblick keinen Platz, höchstens für ein paar Ganten, aber Teaser mit zum Ganten einzusetzen. Ist reine Biomasseverschwendung. So. Nächster Turm weg. Naja. Machen wir nicht. Wir vernichten dich. Kämpfen uns hier durch. Nehmen das Ding ein. Nehmen das Ding ein und nehmen die Festung ein. Naja, ihr seid die Legion des Chaos. Ich habe so viel Angst vor euch. Habe ich eigentlich nicht. Da holt ihr aus dem Türmchen raus. Ich glaube, dass das so weitergeht, habe ich noch genug Bevölkerungslimit für den Carnifex zusammen. Mit dem dann Stachelschweinverbesserung oder eine Fernkampfverbesserung gebe, eine ordentliche. Könnte das böse werden. Ach komm, hier legt ein Trupp zur Fleisch, legt sich mit zwei Trupps meiner Krieger an. Das kann doch nichts werden, Jungs. Meine Tyrannenwache läuft alleine Amok. Das ist auch nicht richtig. Ihr macht die mal weg. Du nimmst die Festung ein. Du erziehst den Feinden mal Energie und heizt dich dadurch. Anforderungspunkt wird gesichert. Ressourcenpunkt erobert. So, alles mal nah an die Festung, was geheilt werden muss. Und ihr gebt den Punkt ein. Sehr schön. Ressourcenpunkt erobert. Und weiter geht's. Die da aus ihrem Türmchen rausholen. Oh, das sind ganz schön viele jetzt hier. Sogar Zerfleischer von hinten. Ein Schwarm dort steht zu weit hinten. Aber auch nicht zu hinten. Du schlägst mal mit um die. Und ihr lernt endlich mal den Turm da. So, dankeschön. Meine Tyrannenwache ist schon wieder leicht angeschlagen. So, langsam geht alles vor die Hunde beim Gegner. Naja, versucht euch zu schützen, besser gesagt. Da oben ist noch ein Predator-Panzer.
auch meine Krieger. Oh, die wollte ich nicht unbedingt anlocken jetzt da unten, aber egal. Ich werde auch ruhig schon mal kommen zum Metzen. Siegziel gesichert. So, jetzt machen wir hier oben alles platt. Ja, Bioplasma, Freund. Du kannst wieder ihre Energie anzapfen. Und sie einfach töten. Ja, ihr könnt auch nicht mischen. So, jetzt ziehen wir mal alle Truppen hier zusammen. Machen die da noch weg. Weil das hier ist jetzt unser Rückzugspunkt. So. Weg mit dem Turm. Und weg mit euch. Ja, ich werde die... Der große Verschlinger wird dich verschlingen. So sieht's nämlich aus. So, und jetzt geht's endlich zum großen Finale. Die Space Marines liegen da tot rum. Jedenfalls die, die nicht zerfetzt wurden, inklusive Gabriel Angelus. Stellen Sie Kyras und besiegen Sie ihn. Ja, das ist... Kann eine Weile dauern mit seinen 300.000 Lebenspunkten. Aber dafür holen wir ja jetzt einen Carnifex und so. Der hat ein Chaosportal, was wir nicht zerstören können, weil es nicht zu ihm direkt gehört. Kein Problem. Ressourcenpunkt erobert. Gibt es jetzt erstmal einen Carnifex. Wir haben noch 11 Bevölkerung. Carnifex neu entstanden. Biozidkanone oder Stachelschwein? Biozidkanone. Und dann wollen wir mal drauf. Erst einmal gibt's was zur Begrüßung. Oder auch nicht. Ja, er macht seinen Todesstrahl, um anzugeben damit. Und dann geht jetzt der Kampf los. So, kann ich jetzt ein bisschen mithelfen? Ja. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Jawohl, das läuft schon mal ganz gut. Nahkämpfer weiter drauf. Ihr zerstört wieder. Weil solange die an sind, kann er glaube ich nicht angegriffen werden. So. Jetzt kann er wieder angegriffen werden. Wo ist mein Herrscher? Da. Der hat gleich noch beide Fähigkeiten. Und für das Bioplasma ab. Und wir haben schon ein Viertel von ihm weggeprügelt. Sehr schön. Aua, das hat den Schwarmherrscher gut getroffen. Was macht eigentlich mein Schwarm laut da hinten? Du solltest dich mal zurückziehen. Nein. Schiedsdiener rufen.
Und ich dringend mal heilen. Und jetzt die Dinger wieder wegballern. Wie geht's denn hier eigentlich? Na, er. Jetzt kann er. Der Gegner ist bereit, das Schlachtfeld zu Türen und formieren. Oh ja, sehr schön. Ausgeführt. Das gefällt mir. Nochmal Tyranno-Forming betreiben. Oh. Das ist mein Schwabenlord. Der sollte aus diesem Einflussbereich mal lieber abhauen. Gebäude verloren. Meine Tyranno-Forming geht sich noch kurz ein und heizen. So, und jetzt kann er alles wieder hier draufhalten. Na, wir haben hier schon zu zwei Dritteln runter. Sehr gut. Warum auch immer ihr in den Nahkampf gehen wollt, zieht euch zurück aus dem Nahkampf. Ach, ihr seid irgendwie gelähmt. Fernkämpfer schießt die weg. So. Na, Kämpfer hauen weiter drauf. Du kannst die mal wieder ausrücken und mit draufhauen. Und vieles jetzt nicht mehr von dir übrig. Kyras. Würde er sich jetzt nicht nochmal schützen mit seinen Türmchen? Kyras Position Tyranno formieren, um ihn zu zerstören, und zwar schnell. Und hier Tyranno formieren auf Kyras anwenden. In Arbeit. So. Der Feind zieht auf unser Gebäude. Der Sturm ist bereit, das Schlachtfeld zu Tyranno formieren. Ein Kapillator mitten durch seinen Kopf. Unser Team hat den Gegner besiegt. Die Grube von Maledictus. Einsatz erfolgreich. Jupp. Schwabenlord ist sowieso auf Stufe Maximum. Fortsetzen. Ja. Das war ein lustiger Kampf. Irgendwie als Tyrannide ist der einfacher als Space Marine. Warum wohl? Wahrscheinlich war alle Tyranniden. 893879 von diesem Lunarzirkel. Die letzten Übertragungen vom Subsektor Aurelia von vor 43,6 Jahren. Per Befehl der Heiligen Inquisition wird der Subsektor zum Exterminatus verurteilt. Schwarmflotte taucht von allen Seiten auf. Exterminatusflotte vertrieben. Verteidigung versucht, aber imperiale Streitkräfte bereits zerschlagen. Verluste der imperialen Armee erreichen 94%, Rückzug befohlen. Überlebende, loyale Blood Ravens, keine. Sie verweigerten Rückzug. Ja, das war Dawn of War 2 Retribution. Jedenfalls die Tyranniden-Kampagne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wie ich mit dem Schwarm alles überrenne. Ich bin schon am Überlegen, ob ich eine zweite Staffel als imperiale Armee mit einbaue. Werde ich wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehen wir uns dann bei meinen nächsten Projekten wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis dann.